Ich habe das auch nicht immer gemacht. Ich hätte da auch noch viel mehr rausholen können und deswegen will ich das direkt vermitteln an den Leuten und von Anfang an, dass sie das schon direkt im Kopf drin haben und immer daran denken werden. Ja, vielen Dank. Also ich habe ja bis Ende letzten Jahres noch bei Covana gespielt. Nachdem das zu Ende ging, leider, ja, dachte ich mir eigentlich schon, dass ich jetzt eher nicht mehr die Lust habe zu spielen, weil ja, es gab auch wirklich keine wirkliche Perspektive für mich. In der deutschen Szene gibt es nicht so viele Fulltime-Organisationen. Gibt es jetzt Alternate noch, die ja zum Glück wieder in die deutsche Szene gekommen sind. Aber die hatten auch soweit ihre Pläne schon gemacht. Und ansonsten ist es eher schwierig. Bei Sprout Big, Sprout war ich beide Organisationen ja schon. Kommt man auch nicht mehr so leicht rein. International auch haben die meistens schon so einen Core von ein paar älteren Spielern, die nehmen dann eher so ganz junge Spiele von der FPL oder FPLC oder so rein. Von daher dachte ich mir auch, dass ja, ich eigentlich eine ganz gute Karriere hatte und dachte mir, dass es jetzt mal Zeit so langsam für was anderes wird. Und Christian Lenz, der ja lange Zeit mein Manager war, auch bei Mousesports und auch bei WIG natürlich, kam dann auf mich zu. Er ist ja jetzt der komplette sportliche Direktor von der EPF, sage ich mal, von allen Bereichen. Und ja, er kam auf mich zu, hat mir dieses Angebot unterbreitet, bin dann mal nach Frankfurt zu ihm gefahren, habe mir das angehört und ja, da war es eigentlich ein No-Brainer für mich, weil ich kenne ja die EPF, ich war ja selbst ein geförderter Spieler von der EPF. Jörg Adami auch ein super netter Kerl, Christian Lenz natürlich, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, aber auch alle anderen Leute dort bei der EPF, die haben alle so eine Vision, wo die das nach vorne bringen möchten und was Cooles für die deutsche Szene und allgemein für den E-Sports schaffen wollen. Und da habe ich auch ebenfalls Lust drauf und ich denke, wir können uns da gegenseitig sehr viel helfen. Also ich habe mich am Anfang mit Christian Lenz zusammengesetzt und sind einfach mal durchgegangen, wer ist jetzt noch ein Teil von den geförderten Spielern. Es war halt auch teilweise ein Problem, dass die Spieler, also von quasi von meiner Generation, sage ich jetzt mal, die jetzt die ganze Zeit Teil der Förderung waren, auch manche Leistungen gar nicht in Anspruch genommen haben oder erst eher so nebenbei. Ist auch ein Problem, deswegen sind wir auch teilweise dort, wo wir jetzt sind mit der deutschen Szene, weil das einfach nicht so ernst genommen wurde teilweise. Ich erkläre ihnen halt, was für eine Position sie sind, was für einen Vorteil sie zum Beispiel gegenüber von mir haben, weil ich hatte nicht die Möglichkeit mit 16 oder 17 Zugriff auf einen Sportpsychologen oder Fitness Sessions, Ernährungsberatung und so zu haben. Ich musste mir das, wenn ich das wollte, selbst beibringen. Außer Sportpsychologe natürlich, das kam später dann durch die Organisation, durch Sprout mal dazu. Die EPF ist ja eine Institution, wo wir kein Geld von den Talenten verlangen oder so, sondern wir machen das alles quasi für die umsonst. Was ich erwarte oder was Lenz und ich erwarten, ist aber, dass die Leute das auch in Anspruch nehmen, dass sie da wirklich hinten dran sind und dass sie sich da Mühe geben, dass sie Ingame-Coaching wahrnehmen, dass sie auf jeden Fall schon zum Sportpsychologen gehen. Dass sie sich um ihre Routinen, Fitness, Ernährung und alles kümmern. Und das ist eigentlich so das Grobe, was ich jetzt gerade mache. Ich führe quasi Gespräche mit den Leuten. Ich screene die quasi, ob sie in Frage kommen, wie sie mit mir reden, ob sie da wirklich Lust drauf haben, was ihre Ziele sind. Und arbeite halt mit den Coaches zusammen, was sie machen. Also es wird immer aufgeführt, woran gearbeitet wurde in-game. Wenn ich Zeit habe, werde ich vielleicht auch mal das ein oder andere Coaching selber übernehmen. Und das ist so eigentlich das Grobe, was ich bisher gemacht habe. Ja, definitiv. Also ich erkläre auch in den Gesprächen immer, du wirst vielleicht auf ein Level kommen irgendwann mal, wo du mechanisch auf dem Level von anderen bist. Also in der, sag mal, Top 5% der Welt oder so, Top 30, Top 20 Teams. Da wird man mechanisch ungefähr gleich sein, aber der Unterschied zwischen den Leuten ist, wie sie das Ganze mental angehen, wie sie mit Drucksituationen umgehen. Und deswegen sind so Spieler wie zum Beispiel Device, wo er auch viel Wert darauf gelegt hat, weil er eine Zeit lang sehr oft eher gestruggelt hat, sage ich jetzt mal, in großen Spielen, wo er ein Problem anscheinend damit hatte. Er hat sich damit dann intensiv auseinandergesetzt und wurde dann ja der beste Spieler der Welt eine Zeit lang. Das macht dann einfach den Unterschied, ob die Leute, das sind dann die 1-2%, die den Unterschied machen, nicht das Mechanische und so, sondern klar, das muss auch, man muss effektiv trainieren. Und auch natürlich on point sein im Spiel, aber dann kommt es darauf an, hast du Ausgleich außerhalb vom Spiel, machst du Fitness, Ernährung, Sportpsychologie, wie gesagt, ich habe das auch nicht immer gemacht, ich hätte da auch noch viel mehr rausholen können und deswegen will ich das direkt vermitteln an den Leuten und von Anfang an, dass sie das schon direkt im Kopf drin haben und immer daran denken werden, weil man dadurch einfach einen enormen Vorteil haben kann.
Also gegenüber von 2014 zum Beispiel oder 2013 natürlich Welten erstmal. Also diese Entwicklung habe ich ja noch mitgemacht. Die Turniere kamen ja in größere Arenen, wie zum Beispiel die Lanxess Arena. Aber auch die Anforderungen und was für Content die Organisation, auch die, vor allem die top-internationalen Organisationen erstellen oder was sie von den Spielern verlangen, dass sie auch, dort gibt es halt dann Sportpsychologen oder wo verlangt wird, dass sie sich um Fitness kümmern und so weiter. Und das ist, glaube ich, so mit der größte Unterschied. Auch von den Verträgen her und so weiter ist natürlich alles professionell geworden, aber auch die Infrastruktur da rundherum, was die Organisationen verlangen, was sie zur Verfügung stellen können, ist einfach enorm. Und das haben halt die internationalen Top-Organisationen. In Deutschland machen das nicht viele oder können sich so einfach viele nicht erlauben finanziell, weil die deutsche Szene in manchen, im Vergleich zu manchen internationalen Top-Organisationen natürlich weit unten drunter ist. Aber dann kommen wir halt mit der EPF da rein und können diese Möglichkeiten halt für die Spieler stellen, wenn sie das wollen, wo wir bei Spielern sehen, dass sie enormes Potenzial haben und das wollen wir tun. Also ich habe halt gesagt, mein Ziel ist es von Anfang an, vor allem mit Lens halt ein Netzwerk aufzubauen, wo man diese Talente hat und bisher jetzt nicht so eine klassische Agentur wie zum Beispiel, wir bieten keine Spiele an oder so, wir verkaufen auch keine Spiele, wir kriegen dann auch keine Ablösesumme oder so, sondern mein Ziel ist es, dass diese Talente auf der Seite gelistet sind und dass die Leute, vor allem in der deutschen Szene, vielleicht einfach mal gucken, welche Talente gibt es da, vielleicht auf mich zukommen, weil oder auf Lens, weil wir haben ja auch viele Connections. Ich denke mal, der Großteil von den Organisationen und Spielern kennt uns und auf uns zukommt, uns vielleicht nach einer Meinung fragt, ob da ein Talent dabei ist, das interessant ist, das vielleicht mehr erreichen kann und wir da halt einfach den Leuten ein Netzwerk bieten, zusätzlich jetzt, wenn sie ein Team suchen oder sonst was, um sich da zu beweisen und zu zeigen und vielleicht eine Chance zu bekommen, ein sehr gutes Team zu kommen oder ein besseres Team. Teilweise diese, ja, Mitte 20-Jährigen sind eher nicht mehr so unsere Zielgruppe, bis auf ein paar Ausnahmen, oder sogar schon Anfang 20 nicht mehr so, weil die haben meistens schon Routinen drin oder manchmal ist es auch schon, ich sag mal, zu spät, aber also klar, man kann immer was ändern. Anfang 20 jetzt nicht alt, wenn man das im klassischen Sport vergleichen würde, würde man lachen. Aber E-Sports ist ja eher, man sieht es ja bei mir, ich bin jetzt 28 und es ist quasi, war schon vor einem Jahr oder so fast die Karriere vorbei, sage ich mal. Also ich könnte natürlich immer noch spielen, aber nicht mehr auf dem Niveau vielleicht von vor 7 Jahren oder so oder vor 6. Und das ist halt so mein Ziel, dass sie direkt von Anfang an ein anderes Mindset haben, dass sie das ernst nehmen. Aber was auch ganz wichtig ist, was wir auch verlangen, was wir auch immer wieder kommunizieren, vor allem die 16-, 17-Jährigen, dass sie auf keinen Fall die Schule vernachlässigen, dass sie die Schule nicht abbrechen, dass sie, solange sie keine Vollzeitprofis sind, also Schulabschluss sollten sie sowieso immer machen, das würde ich jedem empfehlen. Wenn man dann den Traum hat, wie ich damals, E-Sports-Profi Vollzeit zu werden, dann kann man vielleicht ein Studium mal aufschieben oder Ausbildung oder was auch immer. Aber solange das noch nicht oder es keine wirklich sichere Perspektive gibt, dass sie das schaffen und mal so viel Geld verdienen können, dass sie Vollzeit davon leben können, sollte man auf jeden Fall ein Studium anfangen oder eine Ausbildung oder so. Routinen schaffen, nicht nur den ganzen Tag zocken, sondern auch sozialen Ausgleich haben. Ja, das Optimale ist natürlich, dass wir die Talente, die jetzt 16 bis 19 sind, so weit ausbilden können, dass sie das schaffen, dass sie es auf ein Niveau kommen, wo sie, sag ich mal, Top 30 der Welt auf jeden Fall irgendwann mal mitspielen können. Es gibt auf jeden Fall sehr viele gute Spieler mit Perspektiven, wo es vielleicht einfach noch daran fehlt, das Ganze professionell anzugehen. Und aber ja, optimalerweise ist es halt einfach, dass die jetzige Generation einfach Sachen an die jungen Spieler weitergibt, die quasi weiter ausbildet und die Spieler irgendwann dann die Möglichkeit haben, dass es vielleicht nicht nur eine Art Big Team gibt, sondern dass es vielleicht zwei, drei Big Teams, sage ich mal, gibt, die ganz oben international mitspielen können oder auch wie damals wie bei Sprout. Gut, wir waren nicht so hoch wie Big bei Sprout, aber sagen wir Mousebots damals. Es gab ja immer ein, zwei deutsche Teams, die nicht ganz oben, aber relativ weit oben mitgespielt haben. Und das sollte eigentlich so das Ziel sein, dass 3 bis 6 Jahre, sage ich mal, sollte es das Ziel sein, dass die Leute, die jetzt 16 sind, bei 19, wenn man schaut, damals Robs, als der zum Mousebots kam, ich glaube, der war 18 oder 17, was der schon konnte und wie der sich dann weiterentwickeln konnte. Und das ist eigentlich so das Ziel von uns. Ist natürlich auch nochmal ein Ausnahmetalent gewesen, aber das sollte das Ziel sein, dass die Leute sich auch stetig weiterentwickeln und weiterentwickeln können und wir eine Infrastruktur dafür schaffen von Organisationen, aber auch außen herum.